Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der PlayStation 3 und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play GTA 5 Alltag in GTA 5 Spezial. Ja, der Sakratzer hat mir heute geschrieben und ich will nicht schleimen, aber so, aber du bist ein geiler YouTuber, finde ich geil von dir, Anime Freak. Finde ich geil. Bei mir ist ja kein Platz mehr auf der PlayStation 3. Unten unter uns sehen Sie ein Footballstadion. Nein. Footballstadion ist ein falscher Begriff, ich nenne es eher Baseballstadion. Ja, Baseball ist in Amerika ein sehr bekannter Sport, bei uns ist es ja eher Fußball. Und ja, hauptsächlich Fußball in Deutschland, das ist ja wirklich so ein typischer deutscher Sport. Football! So, komm mal mit! Wir wollen mal heute dem Bauern sein Gerät wegklauen. Und zwar gibt es ja hier einen Traktor. Und diesen Traktor, den kann man ja klauen. Ich habe jetzt endlich auch mal ein bisschen Munition in meinem Video dabei. Aber ich habe lange Zeit keine Investition getätigt, was eigentlich hier, wenn es um Munition geht hier. Ihr seht, ich habe eine Pistole, Gefechtspistole, Billigknarre und so weiter. Eine Granate habe ich. Und ein Tränengas-Granätchen, was wir natürlich brauchen, um den Bauern einzuheißen. So, ich schmeiß jetzt einfach das Ding ein. Zack. Und das Tränengas macht eigentlich einen Rest. Wenn es auch explodieren tut. Das dauert nämlich ein bisschen. Aber ihr seht schon, der Schaden ist schon gewaltig. Nun ja. Das ist auf jeden Fall der Traktor. Der hat was ganz Cooles. Der hat hinten so eine Art Rechen. Und der Rechen, der sorgt dafür, dass der Sand schön gleichmäßig ist. So, steigen wir mal ein. Das kann ich euch auch mal zeigen hier. So. Okay, das funktioniert nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Aber egal. Machen wir ein paar Leute Angst hier. So. Die Frau hat keine Ahnung, dass es jetzt Tränengas regnet. Ich komme irgendwie immer zu spät beim Tränengas. Oh. Nein. Ja, okay. Ja, ist ja eigentlich ein Alltag in GTA 5, was ich heute vorbereitet habe. Und da reden wir natürlich wieder über Dinge und so weiter. Jetzt frage ich mir bei erstmal, wo ist mein Vellum hin? Ah, da hinten. Weil die Bullen, die machen mich jetzt gerade so fertig, die schießen die ganze Zeit auf mich. Und von den Bullen abzuhauen, das ist sehr, sehr schwierig. Da sollte man immer Schlangenlinien laufen. Sonst hast du echt schlechte Karten. So. Mann! So. Die PC-Version von GTA 5 ist heute mein Thema. So, es wurden schon 700.000 Petitionen unterschrieben für die Version für den PC. Und ich will euch mal heute meine Meinung sagen, ob es überhaupt notwendig ist, diese Sache für den PC rauszubringen. Es ist fast 700.000 Petitionen, nur dafür, dass dieses Spiel für den PC erscheint. Es ist für mich ein bisschen verwunderlich, dass Rockstar Games das Spiel nur für die PlayStation 3 und für die Xbox 360 reingestellt hat oder besser gesagt nur veröffentlicht hat. Das zeigt aber eigentlich auch die Klugheit von Rockstar, weil ich glaube fest daran und ich bin fest davon überzeugt, dass das ein Marketing, eine Marketingstrategie ist, weil jetzt stellt euch doch mal vor, die hätten das einfach so veröffentlicht. Die PC-Version, die PlayStation-Version, die Xbox-Version, alles gleichzeitig. Ja. Ja, da hätten die viel Geld eingenommen, natürlich. Aber durch diese PC-Version kommt natürlich nochmal ein bisschen zusätzliches Geld rein. Weil ich bin, das kann ich euch sagen, die PC-Version wird kommen für GTA 5. Ob es dieses Jahr noch ist, kann ich euch nicht sagen. Ich denke aber eher 2015 wird es kommen, im Frühjahr vielleicht. Weißt du,
Jetzt macht Rockstar Games ganz viele heiß drauf. Oh, die PC-Version. Gerüchte sprudeln. Und diese Gerüchte um die PC-Version, das sorgt natürlich wiederum für Marketing für das Game GTA 5. So. Und irgendwann mal wird es kommen, die PC-Version, und dann werden die Käufe enorm sein. Also die Käufe werden wirklich drastisch sein, weil jeder will das Spiel für den PC haben. Für PC wird es nämlich ganz anders aussehen als auf der PS3. Auf der PS3 hat man immer Grenzen. Auf der Xbox 360 hat man auch Grenzen. Die Grenzen sind einfach die Grafik. Man kann einfach nicht aus einer PS3 und aus einer Xbox so viel rausholen wie aus einem Computer, der jetzt den höchsten Prozessor hat. Das funktioniert nicht, das geht nicht. Ah. Oh ja. Das ist ja super. Nein! Ja, die Gruppe 6 Fahrzeuge in GTA 5, da muss ich euch auch noch was erzählen. Da regt mich aber die ganze Zeit schon auf. Ehrlich jetzt. Und zwar, die sind gar nicht gepanzert. Ne, wenn du jetzt durch die Scheibe schießt, bei diesen Gruppe 6 Fahrzeugen, dann gehen die Kugeln selbst bei kleinen, selbst bei Billignarren durch die Scheibe durch. Aber ein Geldtransporter ist ja aus Kugel, ist ja geschützt, also gegen Kugeln und so weiter. Aber das ist ja dieser Geldtransporter überhaupt nicht. Ne? Da kannst du ja durchschießen, da kannst du ja draufballern. Die Kugeln gehen ja durch wie ein Messer durch Butter. Das kann ja auch nicht sein. In GTA 4 war es anders. Da konntest du auf die Scheibe ballern, da ist nichts passiert. Finde ich ein bisschen blöd, dass da Rockstar Games nicht dran gedacht hat, dass ein Geldtransporter auch gepanzert sein muss. Was ja eigentlich auch logisch ist, wenn 45 Millionen Dollar in so einem Laderaum sind, dann kann man doch erwarten, dass wenigstens das Ding ein paar Kügelchen abhält. Aber nein, hält's nicht. Naja, ist ja auch besser so, dann kann man schneller den Geldtransporter kapern. So, machen wir mal die Kackmusik aus hier. Lavendel. Ach, man müsste mal einen Geruchsfernseher entwickeln, das wäre jetzt auch mal geil. Aber das gibt's ja leider noch nicht. Das Geruchsfernseher. Ich würd's kaufen. Wenn man noch dann diese ganzen Sachen riechen könnte, diese Gerüche wahrnehmen könnte, wo man gerade ist. Übergewicht in Amerika, auch ein ganz großes Thema. Oh Gott, das werde ich mal im Real-Life-Video ansprechen. Und dann reden wir da mal ein bisschen drüber. Über Übergewicht. Ich habe nichts gegen Dicke. Aber ich habe was gegen Dicke, die früh sterben. Weil es mir einfach nur leid tut, wenn dicke Menschen eine kürzere Lebenserwartung haben. Muss doch gar nicht sein. Muss nicht sein. Und ja, ich werde auf jeden Fall noch was bringen. Aber ja, ein andermal. Ja, das war's eigentlich. Let's Play Together. Oder wie man das so nennt. Was immer das heißt. Haut auf jeden Fall rein. Bis zum nächsten Mal. Euer YouTube Gamescom auf der PlayStation 3. Ciao.